Hallo mein Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und zu einer neuen Runde Moni fragt. Heute mein Gast Jessie. Hallo Simone, vielen lieben Dank, dass ich heute dabei sein darf. Ja, schön, dass du dich bereit erklärt hast als zweiter Gast. Der erste Gast war ja Daniel, der hat schon überlebt, jetzt bist du dran. Genau, jetzt bin ich mal gespannt, was für Fragen mich heute erwarten. Na, aber bevor wir loslegen, müssen wir erstmal was machen, ne? Uns fehlt ja was aus dem Kopf wieder. Ach so, ja, jetzt muss ich irgendwas aufpusten. Da bin ich sehr gut drin. Du darfst dir aussuchen, entweder du darfst Donald und Daisy. Oder nur Donald. Oder nur den Donald Hut. Das ist jetzt eine schwere Entscheidung. Dann, also ich nehme hier die. Dann nehm ich nehme Mickey und Minnie. Dann nehme ich Donald und Daisy. Komm. Okay, dann blasen wir mal auf. Dann blasen wir mal auf. Ich hab's, ich bin drin. Hier ist noch was drin. Ihr habt... Naja. Bei dir ist die Luft raus. Egal. Möchtest du jetzt so bleiben? Ich mache mich doch immer gerne zum Hampelmann, deswegen ist das überhaupt keine neue Situation. Wie sehe ich denn jetzt aus? Kennst du den Pilzkopf von Mario Kart? So? So ungefähr. Ah ja, ich sehe mich ja selbst nicht. Ja. So, ich habe jetzt von meine schönen Fragen. Meine Fragen sind auf meinem Handy, deswegen muss ich das irgendwie so halten. Okay. So, bist du bereit? Ich bin bereit. Erstmal, woher kennt man dich und wie bist du zu Instagram gekommen? Woher kennt man mich? Naja, wie heißt du denn auf Instagram? Ach so. Ja, hör mal, da heiße ich My Kind of Disney. Ich mache das jetzt, also den Disney-Account seit, wir haben jetzt 2019 ungefähr im Januar oder Dezember 2018, also noch nicht ganz so lange. Ich habe vorher ja den Schneeweißchen-Account, den habe ich immer noch. Auch ein bisschen in die Kamera gucken, da sind ja unsere Zuschauer. Aber ist auch, kannst auch mich angucken. Ich habe ja mit dem Schneeweißchen-Account damals angefangen. Beauty, Fashion, Travel, das ganze Gedöns, was eigentlich auch jeder macht. Aber so Disney konnte ich da irgendwie nicht richtig ausleben und das hat mir halt so ein bisschen gefehlt. Und dann habe ich halt den Schritt gewagt und einfach den My Kind of Disney-Account gemacht und ich habe so viele tolle Menschen kennengelernt, unter anderem natürlich dich. Ach, das ist super schön. Und Pass auf dich, auf deine Schleim. Da kommt sie gleich. Hammer. Nee, und ich fand das wirklich toll, weil da sind so viele, die einfach die gleichen Interessen teilen und das hat mich sehr beeindruckt, ja. Deswegen mache ich das sehr gerne. Hast du das eigentlich fast schon beantwortet? Seit wann hast du mit dem Thema Disney zu tun? Oder hast du vor deinem Instagram-Account? Vor deinem Schneeweißchenleben hast du da noch was gemacht? Ja. Ja, tatsächlich schon, weil in der Kindheit wächst, glaube ich, jeder von uns mit den Disney-Filmen auf. Da gab es früher immer so Sammelgläser, die habe ich auch immer noch. Ich glaube, Oma hat die 300 Mal schon in eine Spülmaschine gehauen. Da sieht man König der Löwen kaum noch und auch. Was war das? Weiß ich nicht, es lag hier. Okay. Habe ich vielleicht mit heute Nacht gekuschelt? Ja. So ein Dalmatinerglas und so ist alles schon total ausgeblichen, aber so bin ich halt groß geworden und ich war halt nie im Disneyland mit meinen Eltern, ich wollte immer hin und dann haben sie sich dazu überreden lassen, wenigstens ins König der Löwen Musical zu gehen. Ich glaube, da war ich 14 oder 15 und ich habe die ersten 2 Sekunden habe ich schon angefangen zu heulen, das war wirklich so toll und ja, ich glaube, dadurch ist dann diese Leidenschaft entstanden. Seit wann fährst du denn ins Disneyland Paris? Das erste Mal im Disneyland Paris war ich tatsächlich letztes Jahr, also 2019 im April über meinen Geburtstag, direkt 8 Tage, habe mir auch direkt vorher die Jahreskarte geholt, ohne zu wissen, wie es ist. Aber ich war halt 2017 in Walt Disney World, im Magic Kingdom und Animal Kingdom und ich war so begeistert, da musste Paris natürlich dann direkt nachziehen. Und dein erster Eindruck? Von Paris? Mhm. Ich mag es total, also wirklich... Super schön, die Main Street auf das Schloss. Das Schloss ist für mich das schönste Schloss, was es halt gibt. Also alleine, weil es rosa ist, Entschuldigung. Und im Magic Kingdom in Amerika, das war halt alles ein bisschen drüber, sage ich jetzt mal. Die Amerikaner sind halt so voller Euphorie und das merkst du halt, diese geballte Ladung. Top. Genau, und in Paris ist es halt manchmal ein bisschen unter the top. Aber einige Cast-Member auch hier vor Ort, die geben dir halt richtig viel wieder, ne?
Klar, es gibt auch viele Momente, wo du dir denkst, oh, das könnte besser sein oder das ist da anders. Aber man kann das gar nicht miteinander vergleichen. Die Amerikaner haben eine komplett andere Lebenseinstellung als wir Deutschen oder die Franzosen. Die sind einfach immer drüber. Also da ist ja immer irgendwie ein bisschen mehr Klimbim. Ja. Und deswegen mag ich das auch gar nicht so vergleichen. Ich finde, beide Parks oder alle Parks halt sind schön, so wie sie sind, aber jeder Park hat halt so seinen eigenen Charme. Und in Paris finde ich halt wirklich, da fährt man hin und man hat all seine Freunde vor Ort und man trifft immer jemanden, den man irgendwoher kennt, den man im Netz getroffen hat und darüber kennengelernt hat. Und das ist halt das, was es so ausmacht, was ich so schön finde. Ja. Was ist denn, was machst du am liebsten im Disneyland? Was mache ich am liebsten? Das ist eine gute Frage. Natürlich Instagram-Fotos machen. Das ist ja, das machen wir alle. Klar, das kann auch manchmal anstrengend werden, muss man auch ehrlich dazu sagen. Man hat ja dann gewisse Vorstellungen und muss das alles irgendwie umsetzen. Oder man hat tonnenweise Sachen dabei sich. Genau, man fotografiert ja dann auch sich in verschiedenen Outfits und, um halt, ja, seine. Hält Kekse vors Schloss. Ja, aber am liebsten fahre ich wirklich Big Thunder Mountain. Ich finde, wenn du da vor allem bei Sonnenuntergang drauf sitzt, ist es einfach so angenehm. Und das ist eine schöne lange Fahrt, es ist eine schnelle Fahrt und ich finde die Aussicht einfach perfekt. Also das mache ich schon am liebsten im Park. Ja. Und geht auch mit Maske. Ist ja genau. Zurzeit. Genau, zurzeit ist Maskenpflicht. Wir haben es ja jetzt ein bisschen durch. Wir sind schon 3 Tage da gewesen, ja. Haben noch ein paar Tage vor uns. Deswegen sitzen wir auch jetzt hier in einem Hotelzimmer. Genau, weil also mit euch fragt, Maske, was wir hier machen. Genau, mit Maske im Park das Ganze jetzt aufzuzeichnen, wäre, glaube ich, ein bisschen schwer. Da kann man gar nicht so die Mimiken erkennen und das ist halt schon schade. Dann deswegen irgendwie. Sitzen wir auf unserem Bett. Genau. Im Hotelzimmer. Dein Lieblingsfotospot und hast du noch ein paar Tipps für gute Instagram-Bilder? Jetzt hau ich einen raus. Ich glaube, mittlerweile hat jeder mitbekommen, dass unterm Schloss dieser links vom Schloss. Links vom Schloss ist so ein Kreis. Ja. Und da kann man halt echt gutes Schloss mit fotografieren. Ansonsten finde ich wirklich coole Fotospots auch in den Studios. Also wo man es gar nicht denkt, zum Beispiel Ratatouille, da haben wir gestern noch ein paar Bilder gemacht gehabt, am Brunnen oder halt auch generell mal hinters Schloss, da wo auch das Karussell steht. Genau, Karussell steht. Ich finde, da kann man auch super tolle Bilder machen. Bei Dumbo, ich liebe Fantasy Dumbo. Fantasyland, glaube ich, allgemein. Ja, Dumbo, auch Adventureland, Frontierland, also überall. Es gibt überall super coole Fotospots und auch Hidden Mickeys und man muss sich das einfach mal so ein bisschen langsamer anschauen und ich glaube, das mal so richtig inhalieren. Oder gestern sind wir ja aus dem Plaza Garden raus und haben am Exit und dann da schöne Blumen und das Schloss im Hintergrund und dann denken wir, boah, wow. Das ist halt sowas, was man gar nicht so richtig wahrnimmt, weil man halt, manchmal jagt man ja einfach dadurch. Man kennt mittlerweile eigentlich fast alles, aber bei jedem Trip findest du trotzdem noch was Neues, wenn du mal entspannt durchgehst und mal alle Eindrücke so richtig auf dich einprassen lässt. Und Tipps für Instagram-Bilder? Tipps. Ganz ehrlich, seid einfach ihr selbst, weil verstellt euch da nicht. Macht da irgendwie keine Hampelmann-Figuren. Klar, man stellt sich natürlich anders hin, als wenn ich jetzt so den ganzen Tag wie so ein Schluffi rumstehen würde, aber seid ihr selbst, weil ich finde, das ist heutzutage bei vielen Instagram-Bildern einfach nicht mehr gegeben. Das sieht einfach teilweise so aus, weiß ich nicht. Natürlich halt, einfach mal. Ja, einfach mal natürlich sein, genau. Was ich auch gerne mache, ist sich bei den Fotos bewegen. Ja. Nicht so starr, einfach so. Ja. Ne? Einfach mal aus der Bewegung raus, da entstehen auch sehr, sehr schöne Bilder. Ja, und auch mal was Neues ausprobieren. Ne? Einfach mal ein bisschen Quatsch machen. Und wenn ihr Quatsch vor dem Schloss macht zum Beispiel, entstehen die besten Bilder. Und wenn nicht, habt ihr Outtakes, die ihr hochladen könnt. Weil das ist für mich auch wichtig. Ich brauche Outtakes, weil mein Gesicht ist nicht immer so. Mein Gesicht ist auch mal so oder hängt auch mal bei der Maske sieht man das jetzt leider nicht. Genau, also das ist eigentlich bei den Maskenbildern, da musst du echt nur darauf achten, dass deine Augen auf sind. Ansonsten ist alles perfekt. Man muss mit den Augen strahlen. Ja. Und die Maske, da siehst du trotzdem, ob du lächelst, weil die Augen halt mitlächeln. Ja. Genau. Deine Lieblingsattraktion? Big Thunder Mountain. Okay. Und in den Studios Tower of Terror. Das kann ich jetzt schon mal dazu sagen, weil der ist Hammer. Wir sind gestern ja noch eine Fahrt gefahren. Da gibt es ja jetzt diese verschiedenen... Drei verschiedene Themen. Also ey, Hammer. Also ich habe gestern echt gedacht, ich fliege vom Stuhl da. War aus schon geil. Aus dem Aufzug. Und es gab leider kein Foto. Heute leider kein Foto für euch. You're out. Ja. Dann, wie oft fährst du eigentlich ins Disneyland Paris so pro Jahr? Was machst du denn hate jetzt? Hate is gonna hate. Ja, was soll ich sagen? Ich habe keine Familie. Also, ja.
wie so ein Obdachloser. Ich wohne eigentlich unter der Brücke. Ich wurde eigentlich ausgesetzt als Kind. Nein, also ich habe halt keinen Partner, ich habe keine Kinder, ich gehe Vollzeit arbeiten und ich gehe keinen Alkohol trinken, ich gehe nicht feiern und deswegen geht mein ganzes Geld eigentlich. Damit hast du trotzdem nicht die Frage beantwortet. In Disneyland, ja, okay. Ja. Lass mich doch mal umschreiben, hör mal. Ich werfe vielleicht das Mikro hier aus dem Fenster. Einmal im Monat mindestens, ja. Manchmal sind es auch zweimal geworden, wenn jetzt zum Beispiel Halloween war und man aber Bock hatte, am Anfang des Monats auch nochmal hinzufahren. Ja, also kann man schon so sagen, pro Monat einmal, außer in Corona-Zeit, da waren es ja jetzt 3 Monate Pause, ne? 4. Oh, es waren schon 4 Monate. Es waren auf den Tag fast 4 Monate. Überleg mal, wir waren im März und hier noch. Ein Monat ja noch gratis bekommen wegen der Jahreskarte. Genau. Verlängert. Ja. Ja, aber es fühlt sich an, als wären wir vorgestern schon da gewesen, ne? Ja, also und ich. Vier Monate hat sich jetzt nicht so angefühlt. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, mir hat die Corona-Auszeit eigentlich mal ganz gut getan, dass der Park zu war. Ich konnte meine Masterarbeit fertig schreiben neben dem Vollzeitjob, weil das war echt eine Belastung. Und jetzt habe ich sie fertig und jetzt kann ich halt, ich kann jetzt einfach mal Disneyland genießen, so ohne irgendwas im Kopf zu haben. Es ist ein geiles Gefühl. Planst du noch andere Parks zu besuchen? Ja, kann man so sagen. Ich möchte auf jeden Fall einmal in jedem Park gewesen sein. Ich auch. Das ist noch meine, wie heißt das, diese Bucketlist. Bucketlist. Ja. Und was ich halt auch sagen muss, nach Orlando möchte ich gerne öfters. Also nach Orlando wäre mir schon lieb alle 2 Jahre. Weil ich das da wirklich, also generell, ich bin ja so ein riesen Amerika-Fan. Ich würde auch sofort auswandern, wenn es da eine Möglichkeit für mich geben würde. Wenn du Amerikaner bist und noch eine Frau suchst. Grüße. Ja. Schreib mich an. Green Card. Ihr Instagram-Namen wird auch unten in der Infobox stehen. Dann schreibt sie einfach an. Das ist schon wieder so eine Dating-Plattform hier. Aber ich muss ja alle trommeln, die es hier so gibt. Ne? Ihr wisst ja, es ist schwer heutzutage. Tinder und wie sie nicht alle heißen, das läuft nicht mehr so gut. Ja, also ich wollte ja dieses Jahr auch nochmal nach Orlando, aber das... Ich dachte, ich wollte mich dieses Jahr auch nochmal bei Tinder anmelden. Ich wollte gerade sagen, hallo. Nee, das brauche ich nicht mehr, ja. Zum Glück. Da bin ich raus. Aber ich habe meinen Freund auch bei Tinder kennengelernt. Es geht, es funktioniert. Schreibt gerne mal unten rein, wie habt ihr euren Partner? Es würde mich ja mal wirklich interessieren, ob Menschen sich heutzutage noch im echten Leben treffen, weil da auf dem Moment warte ich ja noch, dass vorm Schloss einfach das einer sagt ja steht. Das sagt der Daniel immer. Oh, ihr müsst ja im echten Leben sein. Ja, aber es passiert nirgendwo was. Niemand, also jetzt mal ganz ehrlich, wenn nämlich vorm Schloss, also wenn du jetzt Single bist, vorm Schloss, sprich mir an. Ich warte auf dich. Dim, dim, dim. Jetzt war ich so mehr Musik. So eine Dating-Musik. Ah, Kai Pflaume, wie war das nochmal? Nur die Liebe zählt. Ich nenne mal dieses Moni fragt, mache ich jetzt nur die Liebe. Moni, nur die Liebe zählt. Ja, wir können, ja, Daniel und Michaela haben mir das ja versprochen, da kommt überhaupt nichts. Sie kümmern sich überhaupt nicht um mich. Musst du es selbst in die Hand nehmen. Ja. Was magst du gar nicht am Disneyland Paris? Was mache ich gar nicht? Da gibt's schon, also. Ich darf ja jetzt hier frei und offen sprechen. Es ist meine Meinung, das möchte ich nochmal betonen. Es gibt ja viele, die dann sagen, ach, das kannst du so nicht sagen, die sind stets bemüht. Ja, stets bemüht ist auch im Zeugnis immer noch eine 5. Es ist so, ich muss das als Personalerin so sagen, es tut mir sehr leid. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich teilweise das Essen überhaupt nicht mag. Es gibt fast nur Fast Food und wenn du dann das da bekommst, ist es für 30 Euro, 35 Euro teilweise so überteuert, dass ich mich frage, wie könnt ihr das rechtfertigen, so ein teures Essen dahin zu stellen, was noch nicht mal schmeckt. Also manchmal schmeckt es einfach nicht. Es gibt da Restaurants, wo ich hingegangen bin, da würde ich nie nochmal hingehen. Da gibt es Schuhsohle, da gibt es Burger, die sind, also da könntest du gar nicht von ausgehen, dass der frisch ist. Da siehst du das Bild und dann denkst du dir, guckst du dir dein Bild, deinen Burger an und denkst dir, oh. Ja, ist wie mit der McDonald's-Werbung, kann man so gut vergleichen, Werbung da. Das ist das, was ich wirklich nicht gerne mag, dass halt auch wirklich alles so überteuert ist an Essen und Getränken. Mhm. Das muss nicht sein. Ich glaube, für eine Familie ist das schon schwer. Wenn ich mir vorstelle, mit 2, 3 Kindern dahin zu fahren, meinem Partner, dann musst du für 5 Leute Essen holen. Das ist so viel Geld, das müsst ihr euch mal vorstellen. Das sind 150 Euro für eine Mahlzeit. Deswegen unser Tipp, Essen mitnehmen. Ja, also wirklich, wir haben ja jetzt diese Billigwoche aktuell gemacht. Billig hier. Und wir sind eigentlich ganz gut bisher durchgekommen. Klar, wir waren jetzt 2-mal essen, das haben wir aber gemacht, um es halt abzufilmen und euch zu zeigen. Im Endeffekt hätten wir das auch sparen können, sozusagen. Alles für euch. Im Village das New York Sandwich, das ist auf jeden Fall zu empfehlen. 13, 14 Euro für ein Menü. Da könnte ich jeden Tag hingehen, das habe ich mit keinem Problem. Ja. Da gibt es Pizza, Pasta, Pommes, Salat,
Getränk und Nachtisch und der ist super lecker, der Lemon Cheesecake. Also ich rate es immer jedem, dieses New York Sandwich ist mein absoluter Lieblingsladen fürs Preis-Leistungs-Verhältnis. Es ist top. Und was ich auch noch sagen kann, wenn McDonald's wieder auf hat, das hat ja aktuell zu, da gibt es ein Menü und das findet man nicht so leicht. Da gibt es ein Menü, da sind 5 oder 6 Sachen dabei. Ich glaube Nuggets, Pommes, ein Burger, ein Eis und ein Getränk und das kostet irgendwie auch nur 13 oder 14 Euro. Da können Familien echt, glaube ich, gut aber landen. Aber wenn du hier ein paar Tage bis jeden Tag McDonald's geht ja auch das nicht. Geht natürlich. Ich mag es zum Beispiel auch überhaupt eigentlich nicht sonst, aber wenn du halt hier nichts anderes Günstiges findest, dann machst du es halt oft so. Eine ganz besondere Frage. Was hat es mit deinen Disney-Hubbies auf sich? Das habe ich bis heute okay, nicht. Ich bin raus. Das habe ich so bis heute nicht so ganz verstanden. Ich finde das auch ein bisschen crazy von ihr. Also diese Hubbies da, also Hubbies steht für Husband, also Ehemänner. Mittlerweile hast du jetzt fast 3. Sonntag kommt der nächste Antrag, da freue ich mich schon drauf. Wir haben jetzt Donnerstag, also ich bin schon richtig aufgeregt, ne? Muss man ja schon sagen. Das ist immer ein großer Schritt für mich. Jetzt erklär mal, was das sich auf sich hat. Das verstehen bestimmt einige nicht. Ich habe eine Sammelleidenschaft. Ich habe eine Sammelleidenschaft. Wisst ihr ja? Ich kaufe gerne viel. Nein, Spaß. Wie ist das passiert? Das war im Oktober, als ich den Antrag von Jean und Nicolas bekommen habe. Ja, aber warum? Erkläre ich jetzt. Okay. Ich habe mich ja von meinem Ex-Freund getrennt gehabt und Jean und Nico und wie sie nicht alle heißen, sind mittlerweile richtig enge Freunde von mir und wir haben natürlich auch viel darüber gesprochen. Kann man dazu sagen, dass sie schwul sind? Ja, die sind vorweg, es sind keine richtigen Ehemänner, sie sind schwul, es sind Disney-Ehemänner. Disney-Ehemänner bedeutet, sie sind im Disneyland meine Ehemänner, weil ich halt keinen in echt habe. Noch nicht. Und wir haben Nach dem Video. Nach dem Video blendet mal meine Telefonnummer hier. Nein, nachdem ich mich dann getrennt habe, natürlich ist man dann erstmal so ein bisschen so, wow, das war eine lange Beziehung und man muss dann erstmal wieder aufatmen. Und da haben die beiden sich halt, haben mich überrascht. Es hieß auch, der Nico kommt gar nicht in den Park. Da war ich schon echt bedrückt, weil ich den so vermisst habe. Dann hat der Jean mich haben wir den am Zug abgeholt und er hat gesagt, nee, der Nico kommt heute nicht, der kommt heute nicht. Und dann sind wir so in den Park reingegangen und der Jean hatte ja einen Antrag von auch einem männlichen Instagrammer bekommen und da war ich halt ein bisschen neidisch. Da habe ich gesagt, hör mal, das geht so nicht, weil das ist unfair mir gegenüber. Ja, und dann hat er sich auf den Boden gekniet und mir einen Ring angesteckt. Und dann habe ich mir so gedacht, ja, Ehemann Nummer 1. Der Nico war dann ein bisschen, ja, warum darf er das jetzt? Warum darf ich das nicht? Ja, und dann hatte ich schon den Ehemann Nummer 2. Und dann kam Stefan noch hinten dran. Der hat sich jetzt seit Oktober dann beschwert, dass er noch nicht am Zug war. Dann wollten wir es im März machen. Da war er leider krank, deswegen konnte er nicht kommen. Ja, und jetzt ist es am Wochenende soweit, dann habe ich den Ehemann Nummer 3. Und eigentlich, das muss ich auch nochmal sagen, unser Spruch zu dem Ganzen, das Motto lautet, 2 halbe Ehemänner, weil sie ja schwul sind besser als ein ganzer. Das war unser Spruch. Jetzt haben das wir Wort 3. Zum Donnerstag. Das Wort zum Donnerstag. Das war's. Ich hoffe, jetzt kann es jeder nachvollziehen. Es ist eine Freundschaftsehe und ich freue mich da wirklich sehr drüber, weil die sind alle so super aufmerksam. Wenn ihr Franzosen kennt, auch gerade Schwule, ich bin ja ein Fan von Schwulen, die sind wahnsinnig lieb. Die geben mir so viel Liebe. Ich glaube, in den 3 Jahren Beziehung hat mein Ex-Freund mir die nicht gegeben. Das muss man dazu sagen. So. So, jetzt haben wir das mal auch mal beantwortet, weil ich glaube, es gibt viele, die das einfach nicht verstehen. Es gibt auch noch immer viele, die sagen, ach, wo ist denn dein Ehemann? Oder die gefragt haben, hör mal, aber der Ehemann auf dem ersten Bild sieht aber anders aus als der auf dem zweiten. Wo ich dann gedacht habe, okay, ich habe ja extra drunter geschrieben, ist ein Fake. Aber, wie gesagt, man erkennt es nicht auf den ersten Blick. Manchmal lesen sich die Leute den Text nicht durch. Man muss etwas mehr erläutern. Genau. 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 So, dein Lieblings-Merchandise-Artikel von Disney. Wir können ja mal ein Ankleidezimmer hier einmal, kannst du das einmal einblenden? Wenn du mir Bilder schickst, ja. Also hier, das seht ihr alles, alles geil. Nein, was ist mein liebstes, oh Gott, das ist eine sehr gute Frage. Was ist dein absolutes Lieblingsmerchandise? Ich wüsste, was meins ist. Bei mir sind es Ohren. Ich habe ja die absolute Ohrenleidenschaft. Bei mir sind es eher Taschen. Und halt Disney Snacks. Also alles, was mit Disney Snacks zu tun hat. Aber die kannst du ja schlecht sammeln, die vergammeln. Naja, nee, aber ich meine jetzt in Form von Taschen, Ohren. Ach so. Ja, also stimmt. Generell halt so Disney Snacks, Mickey Shaped Eis, Mickey Shaped Pizza. Genau, und da hatte ich echt Glück gehabt, da haben mir Freunde echt was mitgebracht und da bin ich so dankbar drüber. So diese Pizzatasche zum Beispiel ist wirklich eine meiner liebsten Taschen und diese Burger-Tasche.
Ist ja perfekt, ne? Burger ist ja auch geil. Okay. Können wir fast reinbeißen. Also das ist dein Lieblingsessen. Ja, ja. So, und jetzt kommen wir schon zur letzten Frage. Mhm. Oder, ja, zum Schluss. Hast du denn noch Ratschläge an unsere Zuschauer allgemein oder zum Disneyland in Paris, was du ihnen raten könntest? Bleibt so, wie ihr seid, verändert euch nicht, macht das, wozu ihr Lust habt. Es gibt auch viele, die haben was dagegen, dass man jetzt ins Disneyland fährt und dass man da seine Leidenschaft auslebt. Und es gibt auch sicherlich auf der Arbeit, der eine oder andere denkt sich so, was macht die Alte eigentlich in ihrem Alter jetzt noch im Disneyland? Das ist doch nicht mehr normal. Hat die keine anderen Hobbys? Nein, habe ich nicht. Fertig. Also dazu stehe ich auch. Am Anfang habe ich immer so gedacht, boah, kannst du da so oft hinfahren? Und was denken denn die anderen? Es ist scheißegal, was die anderen denken. Wenn ihr Bock habt, ins Disneyland zu fahren oder zu fliegen, macht das. Ihr habt nur dieses eine Leben. Ihr könnt euch nur in diesem einen Leben so frei entscheiden, wie ihr möchtet. Lasst euch von niemandem einengen. Mal ja, ja, genau. Alleine, ohne jetzt Simone zu nahe treten zu wollen, alleine im Park ist wirklich eine richtig super Sache. Ich war ja 8 Tage letztes Jahr hier größtenteils alleine. Die Brina und die Angie waren zwischendurch da, aber du hast alles so krass anders wahrgenommen. Du bist dahin gegangen, wo du wolltest. Es wollte kein anderer noch da wohin und das noch. Und das war so schön. Du konntest dich auf eine Bank setzen und dann sitzt du da und denkst dir einfach so, wie geil ist das hier gerade einfach? Die Musik. Ich kann halt alles machen, ja. Das habe ich auch manchmal gerne. Ja. Allein im Park bin ich, kann machen, was ich will. Ich muss auf keine warten. Ja, ja. Zum Beispiel Simone, die ist so ein. Simone hat so 150% Energie am Tag und ich so irgendwie nur 50 von 100 anscheinend. Weil wenn die. Und dann ist sie schon fertig und dann stehe ich da und denke mir so, ich habe noch gar nicht ausgeatmet. Und die ist schon, hat schon ihr Video gedreht. Ich habe das noch nicht mal angefangen irgendwie. Hatte den hochgeladen. Die schneidet und die macht das alles im Park. Und ich kriege das nicht mehr hin, eine Instagram-Story mit dem Untertitel zu versehen. Und ich denke mir dann immer schon so, okay, ich brauche hier 5 Jahre. Und die hämmert da in ihr Tablet, in ihr Handy und alles gleichzeitig und noch eine Kamera. Und ich stehe da immer nur so. Okay. Okay. Und dann sitze ich da so und denke mir so, ich habe noch gar nicht angefangen. Irgendwie habe ich den Knopf noch gar nicht gedrückt. Nee, aber wirklich genießt das. Also egal wie alt ihr seid und wenn ihr 50, 60 Jahre alt seid und ihr habt Bock aufs Disneyland, dann fahrt verdammt nochmal ins Disneyland und gönnt euch das. Die Jahreskarte ist, finde ich, nicht teuer. Entschuldigung. Das sind 450 Euro. Und wenn ihr da öfters hinfahrt, dann rentiert die sich. Ich glaube schon ab 4 oder 5 Tagen. Ich habe einen Blogbeitrag dazu geschrieben. Genau. Das rechnet sich, ja, das lohnt sich auf jeden Fall. Und ihr lernt so tolle Menschen kennen. Ihr könnt einfach auf jeden zugehen und den auch anquatschen. Die freuen sich alle. Die sind alle super offen, super herzlich. Und das ist immer schön, also wir freuen uns immer, Leute vor Ort zu treffen. Ich war am Anfang auch komplett alleine. Ich kannte niemanden. Ja. Durch Instagram und so sind immer mehr Leute dazugekommen. Und ja. Ich habe ja auch durch Instagram Cat zum Beispiel kennengelernt. Ich habe alle durch Instagram kennengelernt. Ich habe niemanden, mit dem ich jetzt aus Berlin gesagt hätte, ey, komm mal mit, weil meine Freunde belächeln mich ja eigentlich nur dafür. Die denken sich, um Gottes Willen, mit 26 noch ein Plüschtier. Ja, aber das ist so. Das bin halt ich und ich habe keine Lust mehr, mich zu verstellen und das solltet ihr auch nicht machen. Das war's. Das Wort zum Donnerstag, das zweite. Ja, das war's auch schon. Ich habe keine Fragen mehr an dich. Das war schade. Ja, aber ein kleines Dankeschön. Och. Danke. Den zeige ich jetzt einmal noch kurz in die Kamera. Und du darfst auch natürlich die Ohren behalten eigentlich, aber sie sind noch drin. Naja, das ist jetzt ein Scherz. Ich hab noch welche. Der ist richtig cool übrigens. Hat ihn Mara gezeichnet. Ich finde den richtig super. Ja. Ja, der ist cool. Den stecke ich mir an meine Tasche. Vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast. Naja, ich wurde ja gezwungen. Wir sitzen hier in einem Hotelzimmer. Hallo. Du hast die Tür abgeschlossen, du hast gesagt, ich darf hier nicht mehr raus. Bleib im Bett, die hat mich hier hinten festgekettet, ihr seht das gar nicht. Ja, vielen Dank, dass du dabei warst. Danke, dass ich dabei sein durfte. Es hat Spaß gemacht. Ja. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, einfach kommentieren oder kommentiert einfach irgendwas. Oder wenn ihr Jessie Day kommentiert irgendwas, wohin denn? Herzchen ist auch mal gut. Herzchen, ganz viele für mich, bitte, danke, weil das brauche ich. Ja. Oh Mann, ey, das klingt so, als hätte ich so richtig dringend nötig. So, jetzt aber zusammen. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte lasst doch mal einen Kommentar da, einen Daumen nach oben und ja, kommentiert alles, liked alles, seid alle so, wie ihr es auch noch. Abonniert doch den Kanal. Abonniert ihren Kanal. Um Gottes Willen, das habe ich voll vergessen.
Lasst ihr ein Herz da. Und folgt Jessie Bates. Folgt ihr auch auf Instagram. Ich kann nicht mehr. Tschüssi. Tschüsschen. Grüezi. Herzlich willkommen, meine Freunde. Carla Kolumna, die rasende Reporterin. Die rasende. Bist du wirklich, ey? Rasend. Rasend rennst du durch den Guten Tag, ich teile heute mal alles einmal. Hallo, ihr Lieben. Folgt mir nochmal gerne. Lasst mir ein Like da. Bis später. Hallo, meine Lieben, und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und zu einer neuen Runde Moni fragt. Heute mit Jessie. Hallo, Simone. Was sagt man denn bei sowas? Grüße. Danke, dass ich dabei sein darf, vielleicht. Danke, dass ich dabei sein darf. Grüße nochmal. Oh, schon kaputt. Runde Nummer zwei. Ich habe ja noch den Donutkopf. Ja, ich habe gar nichts. Ich muss neue holen. Warum geht das denn? Thank you.